Hallo, herzlich willkommen zu unserer nächsten Einheit zu dem Thema Püree und Cremesuppen. Hierzu wäre zu sagen, es gibt da noch eine sogenannte Samtsuppe. Samtsuppe sind die Königinnen der Suppen. Die werden wir heute allerdings nicht machen. Die haben auch einen entschiedenen Nachteil. Und zwar geht es darum, diese Suppen werden gebunden mit Eigelb und Sahne. Das heißt, man kann diese Suppe eigentlich dann nur noch erhitzen, sagen wir mal so circa 80 Grad, mehr ist nicht drin, sonst fängt das Eigelb an, dann später auszuflocken und dann haben wir halt solche Eigelb-Striezen in der Suppe halt. Ne? Andere Suppen kann man dann natürlich noch mal ein bisschen erwerben, kann man über den ganzen Abendservice aufheben. Bei den Samtsuppen, wie gesagt, wird es dann doch recht schwierig. Okay, was für Suppen machen wir heute? Haben wir uns vorgenommen. Wir haben uns vorgenommen eine Champignon-Rahmsuppe. Hier haben wir Brokkoli für den Brokkoli, Rahmsuppe, Püreesuppe. Ja. Ihr seht, hier haben wir den Stiel, haben wir noch geschält, den nehmen wir auch mit. Das hier nehme ich mit als Garnitur. Eine Karottensuppe, eine Kartoffelsuppe. Machen wir hier noch eine ordentliche Menge an Sellerie dazu, weil Sellerie sehr gut mit den Kartoffeln harmoniert. Nicht zu vergessen Zwiebeln und eine Spinat-Cremesuppe. Ja. Werdet ihr mal sehen, gibt es eine schöne kräftige Farbe. Unlängst kann man natürlich auch mit Farbstoffen zusätzlich arbeiten, aber bitte nicht zu vergessen, das auf der Speisekarte zu deklarieren. Eine kleine Garnitur habe ich schon mal vorbereitet. Das ist Olivenöl, das ich auf ca. 80 Grad erhitzt habe und habe Tomatenmark hineingetan, habe das etwas stehen lassen, ziehen lassen. Das werde ich jetzt abpassieren. Und dann haben wir so ein bisschen rotes Öl, das wir später auf die Suppe drauf machen können, verteilen können. Seht ihr, das ist schön rot. Natürlich auch mit grünen Ölen, zum Beispiel Kürbiskernöl, kann man auch verwenden. Da kann man auch noch schön eine Suppe mit ausgarnieren. Als allererstes nehme ich mir hier ein Stück Butter, werde das zerlassen und werde diesen kleinen Brokkoli, dieses kleine Brokkoliröschen eigentlich nur in dieser Butter mit etwas Fond sortieren. Unser Fond haben wir hier stehen. Hier eignet sich entweder ein Kalbsfond, ein Geflügelfond oder auch ein klassischer Gemüsefond. Ja, je nach Geschmack bitte aufpassen, für Vegetarier bitte nur Gemüsefond verwenden. Dann einfach gleich so ein bisschen rein. Gleich ein bisschen Fond dazu. Machen wir nur noch einen Deckel drauf. Und dann können wir das eigentlich dann schon gleich vergessen. Unser Fond hat schon Salz genug. Das reicht also, wenn dieser Fond hier reduziert ist. Ich brauche also hier kein Salz mehr dran machen. Einmal kurz aufkochen lassen. Und dann tun wir das nachher später nur noch einmal erwärmen und dann reicht das uns schon. Also weich sollte ihr auf jeden Fall sein. Der Ansatz für alle Suppen ist am Anfang mal gleich. Ihr seht hier vier Töpfe, viermal Butter schon zerlassen. Nur bei einem wird es sich unterscheiden. Das heißt, bei der Champignon-Rahmsuppe werden wir die Champignons zuerst erhitzen und nicht die Zwiebeln. Alle anderen bekommen zuerst die Zwiebeln. Mal reinmachen. So, dann machen wir alle mal an. Die Champignons machen wir schon mal hinein. Deswegen zuerst die Champignons, weil wir hier einen kleinen Anbrateffekt erzielen wollen, der unlängst bei den Champignons etwas länger dauert. Und wenn wir die Zwiebeln zuerst reinmachen, erhalten wir kaum einen Anbrateffekt bei den Champignons. Und die Zwiebeln werden uns dann eigentlich schon fast schwarz. Fett brauchen. Also
immer sehr viel Fett dran, also Butter, dann stimmt das auch. Ihr wisst eigentlich alle, dass Fett ein Geschmacksträger ist, auch bei den Suppen. Der war schon ein bisschen staunoisett, also gerade so noch an der Grenze. War ein bisschen heiß am Anfang, deswegen habe ich jetzt noch mal ein bisschen runtergedreht. Die Zwiebeln schön anspitzen bei den anderen Suppen. Immer mal auch mit der Temperatur ein bisschen spielen. Herr Schmidt, muss ich die Zwiebel so klein schneiden? Die Zwiebel muss man nicht so klein schneiden, Herr Müller, eine gute Frage. Ist halt jetzt von uns auch so gewollt. Wir kennen es ja nicht anders, aber wenn man das weiß, dass man sie mixt, braucht man sie nicht zu klein zu schneiden. Oder man kann auch anstatt dessen, wenn man weiß, dass gemixt wird, kann man auch Julienne schneiden. Das wäre also kein Problem. Immer versuchen, die Arbeit so einfach wie möglich zu machen. So, jetzt machen wir da hinten auch schon die Zwiebeln mit dazu. Und ihr seht, es ist eigentlich relativ reichlich an Zwiebeln, was ich hier dazu mache. Warum mache ich das? Das ist ganz einfach, ist einfach geschmacksgebend. Ja? Ich sage ja immer, es ist ein billiges Füllmittel, das auch noch dazu gut schmeckt. So, die Champignons ziehen jetzt etwas Wasser. Das lassen wir jetzt an für sich noch ein bisschen verdampfen, dass wir nochmal einen kleinen Brateffekt bekommen, damit die Zwiebeln hier auch noch ein bisschen Farbe kriegen. Okay, so jetzt haben wir hier, die sind soweit schon gebräunt, machen wir hier die Karotten dazu, nehmen uns gleich Fond dazu. Gießen auf und lassen das Ganze kochen. Als Bindemittel, das wir nachher brauchen werden, nehmen wir entweder, kann man nehmen eine Mehlschwemme, eine Stärkeschwemme, wir bevorzugen eine Stärkeschwemme. Es geht natürlich auch unlängst Kartoffelmehl oder auch ganze Kartoffeln kann man zusätzlich mit reinreiben. Als ein Bindemittel würde hier gehen bei den Karotten. Würde auch bei den Champignons gehen, macht man aber üblicherweise nicht. Und bei dem Brokkoli macht man es üblicherweise auch nicht. Beim Spinat könnte man es wiederum verwenden. Das wäre also machbar. So, dann haben wir da hinten, ist das für unseren Brokkoli. Hier, das machen wir für die Kartoffelsuppe. Geht. Wir haben es ein bisschen kleiner geschnitten und einfach deswegen, weil es dann schneller geht. So, dann füllen wir hier vorne dann auch schon mit Fond auf. Hinten mit vor. So, hier ist das, die Flüssigkeit eigentlich schon wieder fast komplett verdampft. Das heißt, wir erhalten hier wieder einen kleinen Brateffekt. Den wollen wir auch. Das nutzen wir auch aus. Bitte normalerweise einen Deckel drauf machen. Wir machen jetzt keinen drauf, damit ihr das besser beobachten könnt. Hier, ich drehe immer hoch, bis es dann kocht. Wenn es kocht, nochmal runterdrehen, dass es halt nicht kocht wie dreckige Wäsche. Ne? Herr Schmidt, muss ich da Salz dran machen? Bitte noch nicht ansalzen. Unser Fond hat schon etwas Salz. Der sollte zwar normalerweise keinen haben, aber der hat hier schon
Und zwar haben wir hier einen Fond genommen, den wir noch hatten und der war schon fertig gesalzen. Normalerweise bitte immer am Schluss erst salzen. Ganz wichtig, nicht, dass so eine Suppe vielleicht noch etwas länger steht und vielleicht noch etwas köchelt und dann reduziert das Ganze wieder, Salz bleibt übrig und dann wird es salzig oder ist dann im schlimmsten Fall versalzen. Also aufpassen. Herr Müller, wenn Sie was noch wissen, fragen Sie gerne weiter. Gerne. So, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, wir hätten hier noch einen Fond heiß zu machen für unseren Spinat. Auch hier werden wir ein paar Zwiebeln anschwitzen, mit Fond auffüllen, den Fond zum Kochen bringen, dann machen wir das hinein, mixen das Ganze durch, beziehungsweise werden den Fond eigentlich vorher schon ein bisschen abbinden. So, hier seht ihr mal, haben wir die Champignons ein bisschen mehr anbraten lassen, haben also wesentlich mehr Farbe als vorher. Das füllen wir jetzt auf mit Fond. Und was ich vorhin gesagt habe, zum Binden haben wir hier noch ein bisschen Stärke, eine Stärkeschwemme, die wir aber nur brauchen, falls wir etwas nachbinden müssen. Ansonsten ist es eigentlich so gedacht, dass genug Gemüse drin ist, damit es vollkommen ausreicht und praktisch durch dieses Gemüsepüree eigentlich genug Eigenbindung erhält. Was unlängst allerdings nicht beim Spinat gilt, hier haben wir die Zwiebeln angeschwitzt, den Butter, das müssen wir leicht abbinden, weil das wird sonst nicht gehen. Dann machen wir hier schon mal ein bisschen Rahm dran. Das gleiche gilt für die Champignons. Die Kartoffeln und die Karotten, kann man bei den Karotten, muss man keinen Rahmen dran machen, aber auch hier Fett ist Geschmacksträger. Man kann es eventuell auch nur mit Milch machen oder Milch und Sahne, muss man mal sehen, je nach Geschmack. Bei der Kartoffelsuppe ist es unlängst so von der Konsistenz her, das bleibt euch überlassen. Konsistenz geht hier von so steif, dass der Löffel praktisch drin stehen bleibt, bis relativ flüssig. Bitte nicht zu flüssig machen und zu steif, sondern versucht immer einen Mittelweg dabei zu finden. So, jetzt bringen wir das da hinten zum Kochen. Machen gleich schon etwas Muskat mit dran. Muskat kann man hier überall verwenden, aber bitte mal mehr, mal etwas weniger. Hier kann man etwas mehr dran machen. Ansonsten bitte vorsichtig mit dem Muskat. Kartoffeln und Muskat vertragen sich auch sehr gut. Das gleiche gilt für den Spinat. Binden wir da hinten ein bisschen ab. Das war eigentlich schon die Konsistenz, die wir später haben möchten. Wäre ungefähr diese Konsistenz. So. Hier noch etwas vorne. Ihr seht, der Brokkoli ist jetzt etwas dunkel. Wir wollten ihn aber auch ganz weich. Jetzt will ich aber trotzdem eine schöne grüne Soße haben und werde dann ganz einfach hier vielleicht noch etwas Spinat dazu tun, damit wir hier noch eine schöne Farbe kriegen und werden das Ganze jetzt dann mixen.
Hals etwas dicker gehalten. Kann man etwas flüssiger machen, aber nicht zu flüssig, gerade beim Brokkoli, sonst setzt der Brokkoli sich von der Flüssigkeit ab. Hier haben wir die kleinen Röschen. Ihr seht, da ist keine Flüssigkeit mehr drin. Hier noch einen kleinen Milchschaum, bitte die Milch erhitzen, aber bitte nicht kochen lassen. Ungefähr so um die 80 Grad, dann bildet sich dieser Schaum. Dieses Eiweiß lässt sich dann aufschäumen. Wenn das aufgekocht hat, funktioniert das unlängst nicht mehr. Ruhig mal mit dem Finger prüfen, das reicht schon. Einen Stabmixer nehmen. Reicht schon, hier ist auch etwas Salz dran. Dann einfach den Milchschaum abschöpfen. Einen kleinen Klecks darauf. Jetzt könnte man noch etwas Grünes dazu machen, wenn man das möchte. Bitte nicht zu viel. So könnte man eine Brokkoli-Creme-Suppe oder Püreesuppe servieren. Kommen wir zu den Champignons. Ich habe natürlich das Abschmecken bei kleiner Suppe vergessen. Die andere war schon abgeschmeckt. Das passt noch. Haben wir hier ein bisschen Schinkenspeck. Der hier ganz gut dazu passt. Bitte das Grün vielleicht mit Sorgfalt wählen. Und einfach nur drüber streuen. Dann könnte man zum Beispiel die Suppe so servieren. So eine Suppe könnte man natürlich auch, wenn man sie durch ein feines Sieb passiert, als Espuma servieren. Das hier wäre die Kartoffelsuppe. Hier ein paar Räucherlachsstreifen, die wir mit reinmachen können. Und zusätzlich ein
haben wir hier noch, wo sind sie? Kleine Kartoffelstreifen. Und man könnte auch noch von unserem roten Öl hier etwas drüber machen. Könnte man das zum Beispiel in dieser Form servieren. So, kommen wir zur Karottensuppe. Hier in den Mixer. Geht natürlich auch beim Stabmixer. Und das eben mit dem Dörrfleisch zum Beispiel, das harmoniert, könnte man auch mit einer Kartoffelsuppe kombinieren. Auch das würde passen. Hier sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt, sollte natürlich immer irgendwie dazu passen, geschmacklich. Ich habe hier noch etwas Karottenpüree. Das ich so in die Mitte stellen werde. Dann werden wir hier etwas Suppe angießen. Wir werden hier ein kleines Segel anstellen. Hier wieder etwas Milchschaum. Könnte man auch Karottengrün noch dazu machen. Auch das würde gehen. Könnte man das zum Beispiel so servieren. Sollte natürlich stehen bleiben. Dann haben wir hier unseren abgebundenen Fond. Der jetzt gerade einmal aufkocht, etwas nachgesalzen, den Spinat hier rein, weil der gewaschen ist und hier natürlich noch etwas Wasser meist dazu kommt. Ihr seht, das ist relativ viel Spinat, aber der Spinat wird gleich zusammenfallen. Lassen das einmal aufkochen oder aufstoßen, wie der Fachmann sagt. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit bei den Suppen hier, die wir euch gezeigt haben, dass man die unlängst nochmal durch ein Sieb passiert, durch ein feines Sieb, dass man diese Krümelchen, sage ich jetzt mal, mit drin hat. Also eine schöne grüne Farbe. Hier könnte man noch etwas Dörrfleisch dazu machen. Schinkenspalten, ein Blatt von den Baby Leaves. Ein kleiner Milchschaum. Fertig wäre unsere Spinatsuppe.